So, hallo, möchte Ihnen hier die 36er Kettensäge von Husqvarna vorstellen. Die Säge hat 1,4 kW, eine Schwertlänge von 35 cm, wiegt 4,7 Kilo und eignet sich für Privatanwender für leichtere Arbeiten, zum Beispiel Brennholzarbeiten, Auslichtungsarbeiten, wie gesagt, leichte Arbeiten im Privatbereich. Ja. Denn hier zum Starten folgende Funktion. Vielleicht noch ein Wort. Also die Säge hat einen Air-Injection, das heißt für längere Wartungszyklen haben wir hier Luftzirkulation drin, wo entsprechend stattfindet. Denn der Startvorgang wird folgendermaßen ablaufen. Also A, haben wir hier eine Hilfestellung drauf, oben symbolisch. B, ist es so, wir haben hier den Grundein- und Ausschalter, der muss in der oberen Position, also in der Stellung 1, sich befinden. Denn aus Sicherheitsgründen, Sie haben es knacken gehört, macht man vorne immer die Kettenbremse rein zum Starten. Denn hier ist es wichtig zu wissen, dass wir hier den blauen Hebel, der Choke, haben. Das heißt, wir schaffen hier mit dem Hebel eine erhöhte Leerlaufdrehzahl beim Starten. Wenn die Säge kalt ist, der Hebel einmal rausziehe. Dann wird einmal gestartet mit dem Seilzug, bis ein Anlaufgeräusch zum Hören ist. Dann ist es ganz wichtig, den Chokehebel wieder reinzumachen. Und dann können Sie ganz normal die Kettensäge starten. Ich zeige es Ihnen mal. So, wichtig ist, wenn die Kettensäge schon gelaufen ist, zum Neustarten, Sie dürfen auf keinen Fall Folgendes machen. Also den Chokehebel ziehen, ja, aber jetzt bei gezogenem Choke nicht nochmal hier mit dem Seilzug den Startvorgang machen, weil dann ist der Kreislauf nicht mehr intakt und die Zündkerze müsste gereinigt werden, also das wäre fatal und das geht natürlich auch, indem man die Säge dann den Tag liegen lässt. Deswegen, wenn die Säge schon benutzt wurde, nur der Choke ziehe und Outlay wieder reinmache und dann starten.